Hallöchen allerseits und willkommen zu einer neuen Daddelzeit hier mit Surviving Mars und endlich da. Guck mal schauen. Achso, da gibt es auch Nahrung im... Achso, ist ja auch das Deine. Ah, wo auch... Ah, da arbeiten tatsächlich jetzt welche. Okay. Zu welchen Lasten ging das jetzt? Zur Farm oder... Nö, die Farm, die wird bebaut. Die wird beöckert. Das ist kein Problem. Resources are low. Ja, Ressourcen ein bisschen knapp. Macht nix. Passiert halt. Problematische Kolonisten. Ja, da ist einer, der so ein bisschen hungert, ne? Soll vorkommen. Probleme. Hungern. Ja, das wird sich ja von selbst lösen. Das ist ja kein Problem. Und wenn das alles erstmal läuft, jetzt haben wir ja auch hier Leute, die auf jeden Fall dafür sorgen, dass man hier auch denieren kann. Was wollen wir mehr? Dann kann eigentlich die erste Geburt bald stattfinden, glaube ich. Oh ja, hier gibt es keine Drohnen, die sich drum kümmern. Leider. Da bräuchten wir vielleicht noch so einen Drohnen-Rover. Wäre gar nicht mal so schlecht. Aber man kann nicht alles haben. Aber was wir haben können, was ich gerade sehe... Na, erkennt ihr es? Da ist keine Rakete mehr. Wir können endlich eine neue Rakete beladen. Braucht ihr hier noch 8 Sols, 3 Stunden. Da können wir getrost nochmal... Ui! Über 3000 jetzt wieder. Bam! Das können wir ändern. Einen Drohnen-Hub brauchen wir auf jeden Fall. Vielleicht sogar 2. Ja, nehmen wir 2. Sicher ist sicher. Was brauchen wir noch? Wir könnten gebrauchen. Elektronikfabrik wäre nicht schlecht, aber... Och nö, die können wir irgendwie auch selbst bauen. Oder Maschinenteile... Nee, Maschinenteilefabrik, oder? Genau, ich glaube, das waren die Maschinenteilefabrik, die wir selbst bauen können. aber Maschinenteile brauchen wir ganz dringend schon mal hier auf Lager. Dann hätte ich gerne noch... So ein Rover. Der kostet wieder gut und Transporter, ja, nehmen wir auch. Dann hätte ich gerne... Ja, was hätte ich denn gerne? Sonden wären auch ganz nett. Nö, Nahrung und so braucht. Das brauche ich nicht. Absolut nicht. Och je. So, was können wir denn noch hier mitnehmen? Drohnen oder Orbitalsonden? Das ist gemein. Nehmen wir scheiß Drohnen mit, auf jeden Fall. So. Eieiei, guck mal da die Geldmittel an. Das ist schon nicht schlecht. Umbenennen, yes. Das wollte ich doch nochmal machen. Die Daddle 2. Und Start. Und die nächste Rakete können wir vielleicht auch ein bisschen beladen. Aber erstmal müssen wir sehen, dass die entladen wird. Oh, verzeiht, das hat mich die ganze Zeit schon gequält. Ich hoffe, ich kann jetzt ein bisschen freier reden, wenn der Husten mir nicht irgendwie auf den Hals drückt. Ist nämlich richtig unangenehm. So, hier läuft ja das Wasser von selbst, mehr oder weniger. Jo, mal sehen. Ja, braucht bald eine Wartung, aber hat noch ein kleines bisschen Zeit. Hier bräuchte es Metalle, hier bräuchte es Maschinenteile mal wieder, von denen wir nicht mehr so viele haben. Deswegen wird die Rakete sowieso ganz, ganz dringend nötig, dass wir die irgendwie zu fassen bekommen. Mal kurz gucken. Ja, komm. Können wir ja hier irgendwie mal eine Treibstofflager errichten. Und dann nehmen wir uns... nee, das ist der... Drohnen-Rover. Wir brauchen aber den Transport-Rover. Der Transport-Rover, da ist er doch. Dann nehmen wir hier nämlich mal richtig schön was auf. So, einladen.
dich aber eingeladen. Treibstoff, genau das will ich doch haben. Und dann können wir das Ding richtig schön schnell befüllen. Druckbetankung mehr oder weniger. Und dann sollte es auch rechtzeitig zu den 8 Zoll, sollte das Ding dann wieder zurück sein. Nur weiß ich leider nicht, ob Passagierflüge auch ordentlich auf die Kosten gehen. Da habe ich absolut keine Ahnung gerade. Wir werden es ja erleben. Ansonsten, mit jeder Technologie kriegen wir ja ein kleines bisschen Geld dazu. Ist zumindest besser als nichts. Was haben wir hier überhaupt? Raketen und Shuttles benötigen weniger Treibstoff. Ja, das ist auch schön. Könnte uns zugutekommen. Aber beschleunigen wir den ganzen Schmuh mal. Milestone achieved. Nahrung produziert. Yes! Da ist die Nahrung. Bereit zur Abholung. Spätestens da hätten wir kein Nahrungsproblem mehr gehabt. Das Ding ist auch schon ausgeleert. Perfekt. Da ist im Moment nicht mal Nahrung drauf. Also wir haben sämtliche Nahrung, die existiert, haben wir da. Nahrungsverbrauch. Das sind 2,8 per Zoll. Und wir haben jetzt Kartoffeln. Ja, dann können wir das Ding doch hier mal wegnehmen. Dann haben wir nur die Kartoffeln erstmal. Ich hoffe, dass die Nahrungsmittel, wie wir sie jetzt haben, lang genug reichen. Oh nein, 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 nein. Scheiße, scheiße, scheiße. 2 Salz. 5 Salz. Ach, je. Ach, das verschlechtert die Bodenqualität. Oh. Ah, ich verstehe jetzt, wie das funktioniert. Deswegen ist eine Rotation gar nicht mal so schlecht. Nee, scheiße, wir machen das Ding weg und machen weiter Weizen. Ach, du Schande, ey. Das hätte ich nicht gedacht. 7,5 Nahrung. Da müssen wir echt aufpassen, weil wenn uns hier die Nahrung ausgeht, dann haben wir ein richtig schönes Problem. Also erstmal Weizen produzieren und dann können wir weitersehen mit dem Ganzen. So, haben ja Ressourcenknappheit, Maschinenteile, habe ich schon gemerkt. Aber es kommen ja Maschinenteile. Das ist ja alles in bester Ordnung. Die Rakete können wir dann ja auch wieder hier irgendwo in der Gegend landen. Dann haben wir auch vorerst ausgesorgt. Und was macht überhaupt gerade unser Rover? Oh, der kann gerne noch mehr aufnehmen. Der Rover passt zu mir. Immer mit Aufnahmen beschäftigt. Könnte auch genauso gut ein YouTuber sein. Und nochmal ein bisschen Treibstoff, genau. Schön Sprit tanken. Könnte auch ich sein. Nein, zack, da ist das Ding. Dann brauchen wir eigentlich nur hier das Ganze wieder abladen. Ressourcen entladen. Dort. Perfekt. Was wollen wir mehr? Funktionierende Batterien zum Beispiel. Die Dinger sind so gut wie hin. Vor allem hinüber sind sie. Die ersten Windanlagen sind auch schon irgendwie am Ende ihres Lebenszyklus. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht. Scheiße, die Instandhaltung wird, glaube ich, richtig teuer. Wir haben zu viel verballert hier, glaube ich, für die Größe der Kolonie derzeit. Ui, da müssen wir richtig aufpassen. Das könnte uns ein bisschen unangenehm zu stehen kommen, auf jeden Fall. Oh, so viele Maschinenteile habe ich auch eigentlich nicht mitgenommen. Scheiße! Mal sehen, wie sich das rächt. Und auch hier, dass da das kleine Problemchen ist. Wird lustig. Und damit meine ich nicht das Lustige lustig, sondern eher so dieses eigentlich so gar nicht lustig lustig. Na toll. Alter, wieso hat sich... Okay, es braucht erstmal was um... Fuck, fuck, fuck. Ich erkenne das Problem. Aber ich bin nicht in der Lage, das zu lösen, das ist das Problem. So, und hier wird wieder Weizen beäckert. Wir hoffen, dass es dann ein bisschen besser funktioniert jetzt. Wie ist die allgemeine Stimmung jetzt so? Stimmungslage, Komfort.
Kein verfügbares Servicegebäude für Essen. Leck mich am Arsch. Es ist verfügbar, nur nicht zu dieser Uhrzeit. Aber wer will schon essen, wenn er schläft? Hallo? So, aber wir haben doch hier irgendwie auch einen Star, oder? Haben wir nicht hier irgendwie einen Celebrity? Ich möchte mal meinen Celebrity angucken. Kolonisten, können wir das hier irgendwo? Kolonieübersicht. Wo haben wir denn die Celebrities? Hä? Nee, das ist falsch. Gucken wir nochmal hier. Eigenschaften. Habe ich hier nicht einen Celebrity? Seltene Eigenschaften. Nö. Der wurde nicht mitgenommen, offenbar. Neue Anomalie gefunden. Na schön. Hauptsache irgendwas, was wir mal angehen können. Der Masch. Das Ding kann gelöscht werden, wollte ich schon sagen. Nein, geschlossen werden. Und dann gehen wir mal wieder hier rauf und beschleunigen das Ganze. Ja, komm. Wir brauchen unsere Rakete bald. Wird schon irgendwie schief gehen. Und ich glaube, als nächstes wären dann doch die Sojabohnen, um einfach mal die Qualität des Bodens ordentlich zu erhöhen. Weil daran hatte ich gar nicht gedacht, dass es auch eine Bodenqualität hier gibt. Und dass die Kartoffeln nicht so gut dafür sind. Deswegen nehmen wir die vorerst auf jeden Fall nicht. Können wir später mal machen. Aber ich finde gut, dass diese Gebäude offenbar keinen Verschleiß haben. Oder doch, die schon. Aber das Ding hier nicht, oder? Ich sehe hier einfach keinen Verschleiß. Da auch nicht, perfekt. Das Ding hat Verschleiß. Oh, Durchbruch entdeckt. Yes! Was haben wir denn da für einen geilen Durchbruch? Upgrade für Fusionsreaktoren. Ewige Fusion. Fusionsreaktoren benötigen keine Arbeiter mehr und erbringen 150 Leistung. Bam! Das Problem ist, ich brauche erstmal Fusionsreaktoren. Und das Ding ist auch bald fertig. Perfekt. Oh, müssen wir mal sehen. Wir haben 970 Geld, glaube ich, derzeit. Mal sehen, wie viel wir... So, jetzt haben wir eine Forschung und sind bei 1120. Das ist angenehm. Rover-Kommando-KI. Ferngesteuerte Rover müssen nicht mehr aufgeladen werden und starten mit 4 zusätzlichen Drohnen und einem erhöhten Kommandolimit von 12. Nicht schlecht, nicht schlecht. Erkunder-KI. Generiert pro Zoll für jeden ferngesteuerten Erkunder... Ei, scheiße, das Ding brauchen wir auch. Kackt die Wand an. Ich möchte das Ding hier einfach mal ganz oben haben. Oh, wieso habe ich das nicht vorher gemacht? Da hätten wir ja schon einiges. Warte mal. 18 Zoll mal 100. Hätten wir ordentlich mehr Forschung haben können. Ja, aber da denkt man auch manchmal viel zu spät dran. Ach, das ist wieder mal so ein bisschen zum schön tief in den Arsch beißen. Ah, wir haben hier eine Rakete. Die darf noch nicht landen. Oder doch? Wieso darf die noch nicht landen? Hä? Whatsoever. Ressourcenknappheit, Maschinenteile, Polymere und Nahrung. Schön. Oder auch nicht. Das darf jeder selbst für sich entscheiden. Fuck. Aber hier haben wir noch Nahrung. Das ist zumindest so ein kleiner Trost. Und da haben wir auch noch 2 Nahrungen drauf. Ja, das geht schon. Das bedeutet, wir haben hier 7 Nahrung plus aber auch noch das, was hier Markt und Deine haben. Geht in Ordnung. Damit kann ich leben. Wir haben hier auch ein paar Ressourcen. Die können wir auch mit draufladen, glaube ich. Otter. Ja, komm. Wir lassen Exporte zu. So ein richtiger Exportschlager. Verbleibendes Holz. 7. Ha, noch viel zu lang. Aber auch natürlich genug Zeit, um irgendwie mit so einem kleinen Ficky-Ficky hier ein Kindchen zu zeugen. Fahrzeuge mit wenig Strom.
Ja, das ist natürlich nicht so dolle. Dann sollten die mal ein bisschen nachpurzeln hier. So, zack, einmal etwas Strom schlabbern. Und dann ist gut. So, wie sieht es hier überhaupt aus? Wir haben noch keine Exporte drauf. Das ist natürlich nicht so schön. Ja, das reicht. Man muss es ja nicht übertreiben. Und wo haben wir denn unseren... Ach, jetzt kann das Ding landen. Endlich. Oh, landen wir das Ding hier mal wieder, oder? Ja, komm, dann können wir... Nicht lande das sogar diesmal hier, dann... Ja, das ist genug Kontrollbereich. Da können wir auch das Scheißteil mal reparieren. So muss das sein. Perfekt. So möchte ich das haben. Soll das Ding mal runterkommen. Aber hier, Problemgebiete. Was mache ich da? Ach, das ist der Transporter. Ja, ich erinnere mich dunkel, dass da was war. Was können wir jetzt nochmal rüberholen? Wir können Beton, glaube ich, mal rüberholen, oder? Joa, oder Metall. Metall ist auch nicht mehr so viel vorhanden. Jo, warum eigentlich nicht? Wo haben wir denn Metall in ausreichender Menge? Jo, ich habe was entdeckt. Ich habe da mal was vorbereitet. Nehmen wir einfach mal hier die Metallteile. Und Benzin haben wir auch für die Rakete hier schon mal einiges. Auch nicht schlecht. Oh, wie viele... Ja, nicht so viele Drohnen sind da, aber die Drohnen, die hier sind, können ja mal schnell da ein Kommando bekommen. Nahrungsknappheit, ja, ich weiß Bescheid. Nicht funktionierende Gebäude, weiß ich auch Bescheid. Lager für Gesteinsabfälle ist voll. Ja, sollte man mal hier ausleeren, habe ich mir sagen lassen. Uff, da. Kann ich hier nicht irgendwo sehen, wie viel da noch zu holen ist? Warte mal. Verfügbare Vorkommen. Ah, da haben wir es. 64,1 und hier ist es... 5,7. Das Ding ist gleich leer gelutscht. Scheiße. Aber dafür haben wir ja hier dieses Hochqualitätsvorkommen, dass wir nochmal ordentlich ausschürfen können. Hier ist durchschnittlich, dort ist sehr niedrig, ich glaube nicht. Nochmal sehr niedrig, das ist natürlich genauso scheiße. Nö, da beschleunigen wir das Ganze mal ein bisschen. Und mal kurz gucken, was sagt unser Rover. So, jetzt haben wir es. Hä? Will der gar nicht aufladen? Da. Warte mal, das schaue ich mir mal in etwas weniger Speed an. Ach scheiße, das ist ja Beton, der da rumdümpelt. Fuck. Konnte ich das nur übersehen? Wo haben wir denn das ganze Eisen? Das sind doch nur 21. Hä? Wo ist mein Eisen? Ich habe keine Ahnung. Das kann doch nicht alles hier sein, oder? Oh, offenbar schon. Ja, dann wollen wir doch... Ach ja, wir haben ja jetzt neue Transporter. Yes! Das ist natürlich geil. Da möchte ich... Nö, den behalten wir mal hier in der Ecke. Ferngesteuerter Transporter. Ja, das ist doch geil. Nee, das sagen wir einmal hier einladen, den Eisenkram. So ein kleines bisschen. Und ins Ersten, den schicken wir mal ein bisschen wieder auf Reise. Yes! Ferngesteuerter Transporter. Da haben wir das Miststück. Perfekt. Ja, ist die Frage, wo haben wir hier noch Eisen rumliegen? Hehehe, jetzt wird's kritisch. Oh, da haben wir. Wunderbest. Da müssen wir hin. Irgendwie.
Wo haben wir denn die abbaubaren Eisendinge? Oder sind es die hier? Ja, das scheinen die zu sein. Ja, wunderbar. 59, da können wir richtig die Bude vollballern. Oh, herrlich. Nicht funktionierende Gebäude. Wie jetzt? Ach so, ja, da muss auch der scheiß Abfall weg. Ugh. Ich erkenne das Problem. Ich mag es trotzdem nicht. Wie jetzt? Die Kuppel braucht auch. Was passiert denn, wenn das Ding hier kapeiste ist? Keine Ahnung. Wir werden es ja sehen. Offen oder unter Quarantäne? Okay, das kann man auch offenbar einstellen. Ha, offenbar. Gebäude mit erschöpften Vorkommen. Ja, ich habe es mir auch schon sagen lassen, dass da irgendwie finito ist. Das Ding können wir einfach mal ausschlachten, dann kriegen wir noch Maschinenteil her. Besser als gar nichts. Wir haben zwar jetzt ein paar Maschinenteile auf Lager, aber es geht mehr. So. Wie jetzt? Ah ne, zugelassen. Natürlich sind Exporte zugelassen. Hau rein in Scheiß. Unbedingt. Wir müssen die Dinge nur hier irgendwie sammeln. Am besten machen wir daraus so einen richtigen Exportschlager. Edelmetalllager. Können wir natürlich auch dahin packen. Joa, packen wir da mal eins hin, dann ist das auch schneller. Da wird sicherlich noch die ein oder andere Rakete landen. Und dann hat sich das, ja, 3,9 Metalle gespeichert. Hatten wir nicht hier irgendwo schon... Ja, da haben wir das. Kommen da keine... ich erkenne das Problem. So, machen wir mal so. Und dann? Na? Ah, Wunderbärchen. Wobei, ich glaube, dann brauchen wir das hier gar nicht, oder? Neuer Sektor gescannt, yes. Das sind Metalle, das sah schon fast mehr nach Polymeren aus, aber egal. Wir nehmen den Erkunder und nehmen das in Angriff. Ja, das könnte hier doch ein bisschen angenehmer wieder werden. Mal schauen, wir haben auf jeden Fall... Mal sehen, was haben wir dann hier? Niedrig und niedrig. Okay, die Wasservorkommen sind von der Qualität nicht so der Brille. Aber muss ja auch nicht sein. It's a rough life here on Mars. You can't prepare for addiction. Oha, jetzt geht hier offenbar richtig der Punk ab. Das Leben auf dem Mars ist hart. Sogar die am besten Vorbereiteten sind nicht vor der Sucht gefeit. Trotz aller Bemühungen, diesen Ort so sicher und der Heimat so ähnlich wie möglich zu machen, ist der Verstand eines interplanetaren Pioniers ständig großen Gefahren ausgesetzt. Wir alle gehen anders mit dem Druck um. Janus Weber hat zur Flasche gegriffen, um damit fertig zu werden. Tipp, der Gründer Janus Weber hat die Eigenschaft Alkoholiker. Alkohol ist keine Lösung, genau. So, oh, das ist gut. Alkohol ist keine Lösung. Mit dem Satz beende ich doch einfach mal die Folge, dann habe ich auch meinen pädagogischen Auftrag für heute erfüllt und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Daddlezeit, hier mit Surviving Mars. Ciao, ciao.